So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute mal ein bisschen über das vergangene C-Day-Wochenende reden, aber zuerst wollen wir mal unser Pandya abholen. Und ja, ihr seht richtig, ich schaue in die Kamera, ne? Das wurde mir ja zugetragen, dass ich doch bitte in die Kamera schauen soll und nicht immer auf den Bildschirm, obwohl ich mich ja so gern selbst betrachte. Aber okay, ich habe gedacht, machen wir das mal. Mal schauen, ob mir das besser gefällt, wenn ich mich nicht selbst anschaue, sondern auf dieses schwarze Loch. Und jetzt holen wir uns erstmal das Pandya ab. Ah, da fängt es schon wieder an. Es ist ja jetzt ein neues Pandya, also da die Form Nummer 6, wie man sieht. Boah, Bruder, was machst du? Jetzt warte ich aber, bis es zurückkommt. Yay! Und wieder daneben. Ey, komm, wir machen einfach irgendwas. Auf jeden Fall. Was machst du? Junge, beruhig dich doch. Jetzt habe ich schon wieder da reingeguckt. Nein, ich muss da reingucken. Hallo? Auf jeden Fall, Pandya Nummer... Der Buchbinder fährt gerade vorbei. Nee, jetzt hält er an. Pandya Nummer 6 auf jeden Fall jetzt da in seiner Form, wie ihr seht. Yeah, mit zwei knallroten Augen. Natürlich schlechte WP. Angriff 15, ja gut, das geht ja eigentlich. Und wir wollen mal kurz schauen, am vergangenen Wochenende war ja also der C-Day, der Super C-Day, das ganze Wochenende lang von Freitag 22 Uhr bis Montag 8 Uhr und heute ist Montag. Und jetzt wollen wir kurz reinschauen, was ich da alles Leckeres gefangen habe. Denn ich war mit drei Accounts unterwegs, dazu aber gleich mehr. Und wie ihr seht, auf dem Iversoft hat es angefangen mit einem Voltilam. Da haben wir uns am Freitagabend 22 Uhr direkt am Strich versammelt, haben da ein paar Lokmodule gemacht. Da gab es dann gleich einen Shiny Voltilam bei dem Iversoft-Account. Dann am nächsten Tag, am Samstag, waren wir in Coburg unterwegs, die drei Stunden, wo es also die Boni gab. Da gab es ein Dratini, Endivie, Dratini, Tarnell, Dratini, Tarnell, Tarnell, Dratini. Also nicht so ein großes Spektrum, aber trotzdem relativ häufig Dratini natürlich, was mich besonders freut, weil ich das immer noch am coolsten mitfinde. Dann bei Iver Mild. Den hatte ich auch dabei gleichzeitig. Da habe ich am Freitag gar nichts bekommen. Und am Samstag in Coburg ging es dann los mit einem Shiny Lavita, Voltilam, ein Glumanda, was ich dann auch entwickelt habe für die Spezialattacke, Lower Kanonade. Wieder ein Glumanda, Voltilam, Endivie und nochmal Glumanda. Also ihr seht, da gab es keine Dratinis und keine Tarnels, dafür aber Glumandas und Lämmer. So, das hauen wir jetzt mal hier fort und wir schauen mal kurz direkt bei mir rein, auf dem Iver Schaf nämlich. Jetzt wollte ich Iver Schaf eingeben. Schillernd. Und das seht ihr, da ist vieles anderes Zeug da, aber im Prinzip nur drei Sachen direkt vom Community Day. Denn hier haben wir einen Tarnell. Auch gefangen am 1.12. in Coburg, denn abends am Strich habe ich auch nichts bekommen am Freitag. In Coburg dann also einen Tarnell bekommen, ein Glumanda bekommen, was ich zu Glutexo entwickelt habe. Ein Shiggy, auch noch am 1.12. und ich glaube ein... Na, Fuchs. Ein Evoli habe ich auch noch bekommen, aber das habe ich schon weggetauscht. Wie man hier sieht, gegen ein Aerodactyl. Und ja, also muss ich sagen, bei dem größten Account die magerste Ausbeute, leider. Aber ich fand den C-Day eh nicht so berauschend. Das hatte natürlich viele Gründe. Ich spiele sehr aktiv, das heißt, ich habe bisher jeden C-Day mitgenommen, den es bisher gab. Habe da alle Shinies schon gehabt bisher, von jedem Teil, was da rauskam. Habe da immer gut was abgegriffen, mitgenommen. Diesmal stand alles unterm schlechten Stern natürlich. Ich mache eigentlich auch immer Videos darüber, laufe mit der Kamera rum, filme dann immer, wenn wir unterwegs sind. Und diesmal war einfach alles anders. Es hat alles organisatorisch nicht so hingehauen. Das war ein bisschen stressig alles. So hatte ich dann keine Kamera am Start, bin dafür mit drei Accounts rumgelaufen. Dann waren wir in Coburg, wo natürlich auch gleichzeitig Weihnachtsmarkt war. Da war es natürlich auch sehr stressig. Und das Wetter war auch nicht so krass, es war ziemlich kalt, man hat sich schön die Finger abgefroren, deswegen hoffe ich natürlich auf Januar und dass vielleicht Kanimani kommt, wieder was Neues, dass man da wieder richtig dabei ist und das richtig abreißt alles, aber von den Sachen jetzt,
hat mir ein bisschen die Lust gefehlt auch. Wir haben natürlich trotzdem die 3 Stunden durchgezogen von 11 bis 14 Uhr am Samstag, damit wir die Boni mitnehmen können, eben den Sternstau, die doppelten Erfahrungspunkte und die Eier, die natürlich aufgegangen sind. Dann habe ich auch noch ein bisschen entwickelt. Gestern Abend habe ich das gemacht. Ich glaube, am Sonntag habe ich überhaupt nicht gespielt. Am Sonntag habe ich, glaube ich, einfach nur einen Raid gemacht. Und das war's dann. Habe mir dann also noch ein paar Bisa Floor gegönnt. Habe nochmal geschaut. Habe mir, glaube ich, hier auch ein zweites schwarzes Glurak. Habe ich mir noch entwickelt. Mal bei Turtok habe ich, glaube ich, auch noch eins entwickelt. Aber das ist ja jetzt nicht so der Bringer. Was natürlich cool war, ich hatte unterwegs ein Dratini bekommen, ich glaube ein 96%iges, gab es auf jeden Fall auch in Coburg, habe ich auch durchentwickelt mit der Spezialattacke dann. Jetzt habe ich natürlich da auch eine gute Armee vorzuweisen und der Knaller war natürlich wieder mal Despo da. Da gab es nämlich auch ein gutes mit 15 Angriff und glaube ich 93% oder irgendwas habe ich auch entwickelt. Beim letzten Mal habe ich das ein bisschen verschwitzt, habe also jetzt die mit den höchsten Leveln genommen einfach. Die Lapita hat mir da einfach noch ein paar durchentwickelt. Ihr seht, da sind jetzt schon einige zusammengekommen. Die meisten davon haben gute Werte. Wenn sie keine guten Werte haben, haben sie wenigstens einen hohen Level. Aber ganz wichtig, dass sie wenigstens alle Katapult-Steinkante haben. Empfehle ich eh jedem immer, macht euch eine Despoter-Armee und eine Machomai-Armee. Und jetzt am Community Day, das war also das Eigentliche, dass man da wenigstens noch ein paar Lavita farmt, noch ein paar Despoter durchentwickelt. Das war das Wichtigste und ihr hattet ja das ganze Wochenende Zeit. Das nächste Event kommt bestimmt und ich hoffe natürlich auch der nächste Community Day. Und im Januar sieht die Sache vielleicht dann wieder anders aus und dann gibt es vielleicht auch wieder ein richtiges Video und ich freue mich schon auf Kanimani natürlich, auch als Shiny und hoffe, dass der Iswo dann auch dabei ist. Der wollte ja da unbedingt kommen, wenn Kanimani am Start ist. Aber das steht alles noch in den Sternen. Jetzt schreibt ihr mal drunter, wie ihr das Community-Wochenende fandet. Habt ihr eine gute Ausbeute gehabt? Habt ihr etliche bekommen? Habt ihr von jedem ein Shiny bekommen, was also so unterwegs war? Das war es aber trotzdem von meiner Seite aus. Also die Idee war ganz gut. Viele haben sich natürlich gefreut, die das damals alles verpasst haben, denen noch die ganzen Shinies gefehlt haben oder die mitgemacht haben und trotzdem keins bekommen haben. Für mich war es jetzt nicht so der Knaller. Die 3 Stunden hat man natürlich mitgenommen, wie immer. Aber die restliche Zeit am Wochenende habe ich es trotzdem ruhiger angehen lassen. So, das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.